Der große Markt in Lüttich, mittendrin Jenny Krings aus Olpen, die noch nicht lange Kleinunternehmerin ist. Hauptberuflich bin ich Lehrerin, wohl Halbzeit, weil Vollzeit mit Lebchen wäre unmöglich. Ne? Ich habe ja noch zwei Kinder, Mann, Haushalt, das darf man ja auch alles nicht vergessen. Und das ist letztes Jahr so, war so eine spontane Aktion. Ich wollte irgendwie was anders machen, habe mir auch gedacht, so, man lebt nur einmal, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, und dann war das so ein bisschen mit Tante Erika, ne? Die hatte da ja den Tante-Emma-Laden in der Eifel und die hat das so ein bisschen jetzt aufgehört, weil sie dann auch andere Sachen vorhatte. Ja, und dann war dann der Aufschrei in Olpen groß, wer besorgt uns die Marmeladen-Erdbeeren? Dann habe ich das dann spontan gesagt, ja komm, mache ich einfach mal. War dann hier, habe dann das Obst und Gemüse gesehen und habe gedacht, nee, davon musst du mal was mitbringen. Habe dann beim ersten Mal ein bisschen was mitgebracht, war alles sofort weg. Beim zweiten Mal ein bisschen mehr mitgebracht, war alles sofort weg. Ja, und dann so hat sich das dann gesteigert. Heute ist ihr 34. Geburtstag. Doch anstelle des gemütlichen Festtagsfrühstücks gilt es, wie an jedem Mittwoch, die perfekte Ware zu ergattern. Immerhin ist heute der liebe Herr Papa dabei, um mit anzupacken. Ich stelle mir um 3:15 den Wecker, dann stehe ich auf, trinke mir noch einen Kaffee zu Hause, erst mit Butterbrot, damit ich auch gestärkt bin, weil das ist aber anstrengend. Und dann fahre ich aller spätestens 4:15 los, mit dem ganzen Baustellen im Moment auch. Da braucht es ja sowieso was länger Zeit und jetzt mit dem Anhänger, da kann ich auch nicht so schnell fahren. Ja, und dann bin ich ungefähr 2 Stunden hier, packe mir alles zusammen, lade den Hänger und dann geht's wieder ab nach Hause, um das Lädchen zu beladen. Anfangs konnte Jenny Krings ihr Obst und Gemüse noch in ihrem Kofferraum unterbringen, aber die Bestellungen werden immer größer, deshalb musste sie einen Anhängerführerschein machen. Man könnte meinen, dass das Hobby aus dem Ruder gelaufen ist. Es fühlt sich immer noch an wie ein Hobby, weil es macht einfach super viel Spaß, auch wenn es anstrengend ist. Ich bin auch abends total K.O. Ich meine, man steht aber früh auf, man ist den ganzen Tag auf Beinen. Aber es ist einfach schön. In Olpen angekommen heißt es auspacken, also wieder anpacken. Ein Fitnessstudio braucht Jenny Krings nicht. Noch jung. Wie lange ich es mache, müssen wir mal gucken, ne? Wie lange der Rücken und das alles andere das mitmacht. Aber man entwickelt ja auch ein bisschen so Muskelkraft, ne? Und klar ist es dann auch anstrengend, aber am Ende vom Tag ist man einfach froh und man hat einfach was körperlich einfach was geschafft. Der Kringskramsladen ist mittwochs 4 Stunden und freitags 1 Stunde geöffnet. Der Kundenstamm wird aber immer größer. Die jüngsten Kunden sind Anfang 20, die ältesten Kundinnen sind fast 90, die kommen hier zu Fuß hoch, weil das die Nachbarn sind. Das ist, also für die Nachbarn ist es natürlich erstens total bequem, die können zu Fuß kommen. Es liegt nah, also es ist fußläufig für mich und ich finde das Angebot toll. Die Sachen sind größtenteils unverpackt, das finde ich auch gut. Ich mag einfach dieses heimische und ja, ein bisschen back to basic Tante-Emma-Laden. Der Laden brummt. Die Jungunternehmerin hat offenbar bislang alles richtig gemacht. Und was bringt die Zukunft? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also so wie es jetzt ist, ist es gut. Also ich bekomme das auch gestemmt alles. Die Frage ist, wird es größer? Schaffe ich das dann auch alles so? Auch zeitlich und auch natürlich platzmäßig. Wir sind hier immer noch nur in unserer Garage. Ja, keine Ahnung. Ich bin für alles offen. Ich lasse mich überraschen. Wir werden es sehen. Tschüss. Tschüss.